So. Ja, ich bin der Komparse. Wir stellen uns vor, hier in dem Bereich haben wir gerade kräftig gedrückt. Jetzt nehmen wir die Traumabandage unseres Vertrauens. Den Arm machst du mal bitte hoch. So hoch. Genau, über den Kopf. Oh, du drückst mir den Hals da gerade ab. Nein. Ja, warte mal ab. Ja, wenn die CPU nicht mehr gleichmäßig umspült ist, ist doof. Das ist Nimm den Arm mal. Die CPU, dein Hauptrechner. Das ist unmittelbar hinter den Augen. Ach so, ja, jetzt bin ich dabei. Dadurch, dass du den Arm jetzt runternimmst, spannende Geschichte, gell? Ja, und das alles nur dadurch, dass du den Arm einmal über den Kopf nehmen lässt, das ganze Arme rumtüdelst, dann nimmt dein Patient den Arm vor den Bug und macht sich selber im Grunde noch zusätzlich nochmal den Druckverband. Ja? Aber dafür braucht man das, oder? Dafür braucht man das oder die bunten Päckchen, die da liegen. Das ist einmal dieser Klassiker auch aus dem Militärischen, die Israeli Bandage, die hier. Nur nicht in Tactical Olive, sondern das ist die zivile Variante in Weiß. Macht aber genau dasselbe, hat genau denselben Druckapplikator. Israeli Bandage. Ja, Israeli Bandage. Hat da einen Druckapplikator. Ja. Na, das heißt, leih mir mal deinen Unterarm. Wir stellen uns vor, du bist hier ein medizinisches Auslaufmodell. Auslaufmodell? Also Blut. Genau, läuft viel Blut. Hoch. Also zum einen haben wir einen Faden drin, in diese Bandage eingearbeitet, der verhindert, dass uns das Ding in Dreck fällt. So, jetzt gehen wir bei, gehen mit der gesamten Bandage mal kräftig zielen. Hier in den Druckapplikator. Im Englischen und im Taktikolen heißt es Pressure Bar. Und dadurch, dass wir diese Bandage da durchfädeln und im Grunde wieder zurückziehen, dadurch machen wir jetzt hier auf der Innenseite den Druck. Genau. Und haben am Ende genau denselben Plastikbügel wie da. Wir brauchen die Bandage nicht einreißen, wir brauchen da nicht irgendwie einen Knoten reinmachen, was 90% der Erdenbevölkerung im Stress oder so nicht richtig hinkriegt. Und wir haben die Feststellung gemacht, dass dieser Druckbügel bei guten 99% der Verletzung nicht nötig ist. Zum einen nicht nötig ist. Weil die den nicht so verwenden, wie gedacht, oder? Es gibt Kunden, die haben einfach über das Ding rübergewickelt im Kurs, weil sie damit überhaupt nicht klar kamen. Mhm. Bei bestimmten Verletzungen ist dieser Bügelstumpf im Weg. Wenn du jetzt irgendwie nur eine Schürfwunde oder was abdenken willst, dann ist der too much. Ja, der ist im Weg. Und mit der hier, wenn du jetzt zum Beispiel am Unterarm entsaftest. Genau. Schussloch hier. Genau. Da ist sogar schon die Kompassrose dazu. So, durch den Klett hält das da schon. Und jetzt kommen wir mal zu einem Teil, den ein Patient von mir gemacht hat, der nämlich so eine Verletzung hatte. Das ist ein Portemonnaie. Der hat als Druckpolster für den Druckverband sein Portemonnaie gemacht. Hintergrund bei der Nummer ist jetzt, der kam bei uns ins Krankenhaus in die Notaufnahme und sagte, hat mich geschnitten, hat stark geblutet. Na, und dann kommt Schwester Ilka aus der Notaufnahme. Haben Sie an Ihre Versichertenkarte gedacht? Nee, aber an Scarlett Johansson. Da ist die Versichertenkarte. Bonne Chance. Mein Unfallchirurg und ich fanden es brüllend komisch. Sie lief erstmal ein bisschen hysterisch durch die Notaufnahme. Ja. Also es gibt tatsächlich Patienten mit einem unfassbaren Sinn für Situationskomik. Wir fanden es geil. Ja. Ist da viel Geld drin? Ach, schnell weg. Ja. Du hast hier genügend Pfeile und Bögen. Ja, ne? Ja. Krankenpfleger, ja. Rettungssanitäter, ja. Pazifist, nein. Vorhin in dem ersten Teil hatte ich ja mal erzählt, oder kamen wir ja irgendwie drauf von wegen taktischer Medizin. Ja. Der Witz ist mit dem, was ich hier tue, ich nenne es extra nicht taktische Medizin. Zum einen kann man es falsch verstehen, zum anderen müssen wir die klassische Erste Hilfe auch taktische Medizin nennen, was freiwillig keiner macht. Der Witz ist, wir könnten es. Ne? Mein ärztlicher Leiter im Hauptberuf ist Anästhesist im Bundeswehrkrankenhaus. Ein anderer Co-Ausbilder im Nachbarort ist aktiver Einsatzmedic in der Kreissparkasse Calw gewesen. Ja, da.
Was heißt das eigentlich? So ist das dieses, Fuchs oder was? So im Grunde dieses Über-Ich, was dann so... Ja. Verstehe noch nicht. Nein, ist auch nicht so schlimm. Zu hoch für mich. Ist auch nicht ansteckend. Es ist doch da. Ja, genau. Siehst du, was ist doch. Okay. Wie ist das hier eigentlich mit deinem Kunstblut? Hat das irgendwie ein Abfalldatum? Lebensmittelecht oder so? Ein Ablaufdatum theoretisch ja, praktisch okay. Nein. Ablaufdatum. Hat im Unterschied zu dem, was die Bundeswehr früher verwendet hat, den kriegsentscheidenden Unterschied, dass es aus Klamotten und aus Menschen auch wieder rausgewaschen kriegst. Und du kriegst für das Blut, und jetzt kommt's, auch noch einen Gerinnungsfaktor. Ja. Und das hat so schon dieselben physischen Eigenschaften wie richtiges Blut. Wir haben es bei einer Übung gehabt, Rettungsdienst, kommt rein, Cole Sievers und Howie Manson, die beiden Vollzeitretter, ja, sehen, hahaha, ist ein bisschen Kunstblut, gehen ein bisschen weiter, ho, ho, ho. Ja. Haben sie nicht unterschieden dann, oder? Richtig, und haben sich so auf die Fresse gepackt, da sie auf den Eigenschutz nicht geachtet haben. Danke, setzen, 6. Ja. Wollen wir dann nochmal reingucken? Ist das... Guck, guck. Oh. Ah. Und das zieht der Arzt dann wieder raus. Ja, das wird dann unter Narkose, der Patient hat dann Schnorchel im Hals. Wird dieses Blut auf diesem Tisch jetzt so bleiben? Wenn wir da schnell noch mit Wasser rübergehen? Nicht. Nee, ich musste nur halt so einen Totenkopf oder so da noch hinpacken, damit es authentisch schmeckt. Ja, also wenn du es lange genug in der Sonne einwirken lässt, dann willkommen zum Schlachtkurs. Ja, Schlachurs. Das wäre unsachlich. Ja. Wobei, nein, böse. Pfui.